Ja, wir streifen weiter zu den ausgewählten Live- und Livestream-Veranstaltungshinweisen für diese und nächste Woche. Ja, ich habe die österreichische Improvisationsmusikerin. Sie spielt akustische und elektrische Violine, Klangkünstlerin, Komponistin und seit 2019 ist sie Vizepräsidentin E-Musik der Austrian Composers Association. Ja, seit Ende 2020 heißt der österreichische Komponistenbund nun Austrian Composers Association. Mia Zabelk hat zu einem Kurzinterview via Skype gebeten zu der erstmals dieses Jahr stattfindenden Austrian Music Week. Ja, unter der Organisation der Austrian Composers Association mit dem Kompositionsschwerpunkt Improvisation findet diese vom 8. bis zum 12. Juni an 4 Standorten österreichweit statt. Ja, der Schwerpunkt liegt auf dem Kompositionsgenre Improvisation und an 4 verschiedenen Standorten eben österreichweit werden unterschiedliche Aspekte präsentiert. Kompositionen mit aleatorischen Aspekten in Klagenfurt, transdisziplinären Aspekten Salzburg, Improvisationen im Spannungsfeld Free Jazz in Graz und zum Abschluss trifft Improvisation Klangkunst in Wien. Morgen, 10. Juni, ist im Trans Art Atelier in Walz-Sietzenheim Beginn 19.30 Uhr ein Abend zu Improvisation, Konzert und Performance zu erleben. Mit Peter Arnesen, Franziska Krug, aka FUFK, Romana Kämmlein-Laber, Gerhard Laber, Astrid Rieder, Hermann Stangassinger und Werner Radicznik. Ein Auszug aus Bin ich aus der Serie Guitars 20. Werner Radicznik spielt E-Gitarre und Live-Elektronik. Welche Bedeutung hat die Austrian Music Week mit dem Kompositionsschwerpunkt? Improvisation ist meine erste Frage an Mia Zabelka. Ja, also wir haben die Austrian Music Week 2020 initiiert und findet eben heuer zum ersten Mal statt. Und es geht im Prinzip um 2 Aspekte, die uns ganz wichtig erscheinen. Zum ersten wollen wir Musikfelder stärken, die vielleicht in Österreich noch nicht die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Und andererseits wollen wir Komponistinnen präsentieren aus den Bundesländern, weil auch in den Bundesländern sehr viel spannende Sachen passieren und wir das auch bewusst machen möchten. Ich frage Mia Zabelka weiter nach einer kurzen Skizzierung des Weges zur Austrian Music Week. Also wir haben 2020 auch eine Arbeitsgruppe gegründet im Rahmen der Austrian Composers Association mit Schwerpunkt Improvisation, Klangkunst und elektronische Musik. Und da geht es darum, dass wir einfach mal ausloten, wo gibt's Probleme, wo gibt's Handlungsbedarf. Ja, wir sind ja im Prinzip keine Veranstalter, sondern wir sind eine Interessensvertretung.
Und wir wollen natürlich wissen, wo Handlungsbedarf besteht. Und bei dieser Arbeitsgruppe kam eben zum Vorschein, dass die Improvisation in Österreich relativ vernachlässigt ist. Es gibt beispielsweise keine eigene Radiosendung für Improvisation, kein Radioformat. Ja. Das wäre ganz wichtig, um eine breitere Öffentlichkeit überhaupt einmal erreichen zu können. Selbstverständlich wollen wir aber natürlich die klassische Komposition in keinster Weise vernachlässigen. Wir sehen nur Improvisation eben auch als ein Stilfeld im Bereich der sogenannten neuen Musik. Ende 2020 wurde der österreichische Komponistenbund umbenannt in Austrian Composers Association. Und auch das zeigt eine deutliche Neuorientierung, eine angestrebte Internationalität. Und Mia Zabelka ist ja zudem seit 2019 Vizepräsidentin für E-Musik. Wie wichtig ist nun eine Gleichstellung von E- und U-Musik? Ja, und wie viel hat das alles mit der neuen Namensgebung zu tun? Grundsätzlich wurde die Umbenennung von unserem neuen Präsidenten Harald Hanisch initiiert. Und es geht ja nicht nur um die Gleichstellung von Komposition und Improvisation, sondern es geht vor allem auch um die Verschränkung der sogenannten E- und U-Musikbereiche. Also wir hatten bis dato zwei Arbeitskreise, zwei unabhängig agierende Arbeitskreise, jeweils für E- und U-Musik. Und wir haben jetzt im Zuge dieser Umbenennung auch diese beiden Arbeitskreise zusammengelegt. Also es gibt jetzt nicht mehr Arbeitskreise für E- und U-Musik, sondern einen gemeinsamen Arbeitskreis. Das finde ich schon einen unglaublichen Fortschritt, weil sich da die Mitglieder überhaupt erst einmal kennenlernen aus diesen verschiedenen Stilfeldern und sich dadurch auch wertschätzen lernen. Und es geht auch um Respekt und um Anerkennung. Und Information auch, was überhaupt passiert in diesen Arbeitskreisen. Also ich finde, dass wir da auf einem ganz, ganz tollen Weg sind. Und auf diesem guten Weg führt uns zu dem nächsten Standort der Austrian Music Week, nämlich nach Graz, am 11. Juni Freitag in die Aula der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz gibt es um 17 Uhr einen Workshop zu Schnittpunkte von Komposition und Improvisation. Die Leitung hat Richard Barrett. Um 19.30 Uhr geht es dann weiter mit einem Konzert Instant Composers Floating und danach um 20.30 Uhr ein Konzert des Styrian Improvisers Orchestra, kurz STIO, und die teilnehmenden Komponistinnen sind unter anderem Annette Giesriegel, Josef Gründler, Elisabeth Harnik, Stefan Heckel, Josef Klammer, Christoph Williams, und es spielen weiters Newcomerinnen und Improvisationsmusikerinnen der AG Improvisation, Kunstuniversität Graz. Also in Graz gibt es ja schon eine unglaublich tolle, lange Tradition im Bereich der Improvisation, der Free Improvisation mit dem STIO, dem Styrian Improvisers Orchestra, aber natürlich auch VNM, dem Verein für Neue Musik, mit dem VNM Festival, das von Josef Klammer und Seppo Gründler gegründet wurde. Und da ist natürlich ein unglaubliches Potenzial vorhanden.
ein Auszug aus einem Konzert des Styrian Improvisers Orchestra, kurz STIO, im Forum Stadtpark vom 11. April 2015. Die Dirigate hatten Annette Giesriegel, Se Lien Zhuang, Elisabeth Harnik, Andreas Weixler, Seppo Gründler und Gigi Grad über. Bevor wir nun zum letzten Tag der Veranstaltung, der Austrian Music Week, mit dem Kompositionsschwerpunkt Improvisation in Wien kommen, am 12. Juni im Wiener Jazz Club Porgy and Bess, bekräftigt mir Zabelka noch einmal die Aufgabe der Austrian Composers Association, nämlich den Berufsstand Komponistin in seiner, ihrer Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit hervorzuheben und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu stärken. Also ich persönlich würde mich jetzt gar nicht als Improvisationsmusikerin bezeichnen, sondern eigentlich als Musician Composer. Also als jemand, der auf der Bühne steht mit seinem Instrument und natürlich dort kompositorisch tätig ist. Ja. Es geht uns vor allem auch in der Austrian Composers Association darum, den Berufsstand Komponist oder Komponistin in der allgemeinen Wahrnehmung, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu stärken. Da besteht ein unglaublicher Handlungsbedarf. Also ich denke, dass bildende Künstler oder Literaten wesentlich, oder auch Musiker, ja, wesentlich bekannter sind und akzeptierter als Komponisten oder Komponistinnen. Und unser neuer Slogan lautet auch, die Komposition macht die Musik. Ja. Und Improvisation ist eben ein Teil der Komposition, also so verstehen wir die Improvisation. Und was wir jetzt hier versucht haben im Rahmen der Austrian Music Week, ist auch die Vielschichtigkeit der Improvisation darzustellen. Also wir haben verschiedene Schwerpunkte gewählt, beispielsweise in Klagenfurt neue Musik mit aleatorischen Aspekten oder in Salzburg Improvisation an der Schnittstelle zur Transdisziplinarität oder in Graz eben der sozusagen österreichischen Jazzhauptstadt Improvisation im Spannungsfeld von Free Jazz und in Wien mit dieser langen Tradition auch an elektroakustischer Musik, elektronischer Musik, haben wir das Thema Improvisation mit Klangkunst gewählt. In Wien wiederum haben wir eine sehr lange Tradition im Bereich der elektroakustischen Musik mit dem Institut für elektroakustische Musik an der Musikuniversität. Aber hier möchten wir auch die Vielfalt der elektronischen Musikproduktion präsentieren. Als Kuratorin, und ich möchte mich jetzt eigentlich als Künstlerkuratorin bezeichnen, ist es mir sehr wichtig, neue Begegnungen zu initiieren. Also ich lasse mich selbst gerne überraschen von dem Programm, das ich zusammengestellt habe. Und in Porgy and Bess beispielsweise werden Konstellationen auftreten, die es bis dato noch nie zu hören gab. Also beispielsweise werden Sarah Mani und Rupert Huber gemeinsam im Duo spielen oder auch unsere beiden Preisträgerinnen des Phono-Echos-Wettbewerbs 2020. Veronika Gmeindl und Sebastian Leopold, die wären, glaube ich, alleine nie auf die Idee gekommen, ein gemeinsames Projekt zu initiieren. Und ich habe sie zusammengebracht und sie waren dann auch total begeistert und arbeiten schon sehr intensiv an dieser Uraufführung. Thank you.
Ein Auszug aus Rupert Hubers Pianostück Kil Pisiervi. Ja, am Samstag, 12. Juni, wird der Wiener Jazzclub Poggian Bass mit Sarah Marney im Duo zu hören sein. Eine Premiere. Beginn ist 19.30 Uhr unter dem Titel Improvisation trifft Klangkunst. Weitere teilnehmende Komponistinnen sind Veronika Gmeindl, Johannes Kretz, Sebastian Leopold, Jelena Popschan und Mia Zabelka. Ja, die Austrian Music Week ist auch als Livestream-Veranstaltung zu erleben via YouTube-Kanal der Austrian Composers Association und am 26. Juni um 19.30 Uhr gibt es dann noch einmal die Möglichkeit, Highlights der einzelnen Veranstaltungen mit Interviews zu verfolgen über den eben genannten Kanal. Wir haben ja schon dieses Festival begonnen zu planen, wo wir noch nicht gewusst haben, wie die Öffnungsschritte aussehen werden. Und daher haben wir uns auf das Streaming fokussiert. Es ist in erster Linie ein Streaming-Projekt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, vor allem für unsere Genres, weil wir dadurch ein viel größeres Publikum erreichen. Und ich hoffe sehr, dass wir auch in Post-Covid-Zeiten diese technischen Möglichkeiten des Streamings weiterhin nutzen werden und nicht zu bequem und zu faul werden, weil da einfach wirklich ein unglaubliches Potenzial vorhanden ist. Also wir können ja dann sozusagen weltweit unser Publikum erreichen und das ist gerade für so Nischenbereiche ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben uns jetzt im Rahmen dieser Austrian Music Week auf 4 Veranstalter beschränkt, natürlich auch aus budgetären Gründen. Im kommenden Jahr werden dann andere Veranstaltungsorte gefeatured. Dieses Jahr haben wir eben Klagenfurt, Salzburg, Graz und Wien ausgewählt. Und ich muss sagen, was auch toll war, ist, dass unsere Mitglieder aus den Bundesländern von der Idee der Austrian Music Week sofort total begeistert waren und da ganz großartige Arbeit geleistet haben. Ohne diese Zusammenarbeit wäre ja die Austrian Music Week gar nicht möglich. Und ich möchte mich da ganz herzlich bedanken bei Jakob Gruchmann aus Klagenfurt, Astrid Rieder und Peter Arnesen in Salzburg, Annette Giesriegel in Graz. Es war wirklich eine super Zusammenarbeit. Thank you.
Prelude to Shock, ein Auszug aus Mia Zabelkas jüngstem Album Aftershock mit dem indischen Musiker Aiko Stack. Ja, sie wird den Porgy & Bess Solo spielen mit Musik von Aiko Stack. Mehr Informationen zu der Austrian Music Week habe ich für Sie verlinkt unter oe1.orf.at zum heutigen Tag, Programm.Zeitton.